frisch von der Arbeit, erpicht darauf runterzukommen beim Schnitzeln. Ich bin inzwischen... Hab nach der Downtime noch kurz ein bisschen gespielt. So ein halbes Stündchen. Ich bin inzwischen in Akt 5. Da müssen wir hier weitermachen. Ich habe auch als Questbelohnung Greater Project Tiles bekommen. Das heißt, die schönen Wirbel auf dem Boden sind jetzt nochmal ein, zwei mehr. Geht inzwischen also recht gut ab. Kann ich mal kurz zeigen. Tornado Shard, da, Greater Multiple Projectile Support. Sorgt für 4 weitere Pfeile, dafür 35% weniger Schaden. Und ich habe keine Ahnung, warum ich die Sachen hier gerade dabei habe. Also den wollte ich, glaube ich, vercraften. Werf den mal da rein. Das Ding wird vertickt. Ah. Alles gut. Also für Elemental. Nee. Also die beiden Sachen verkaufen an Händler und den probieren wir 2. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht mehr von den Sachen verkauft, nur die Sachen, bei denen ihr auch dabei wart. Aber das ist ganz okay für mich. Irgendwann haben die Leute so viel Geld, dass die Sachen aufgekauft werden und so habe ich weniger Stress. Alles okay. Freedom comes to those who fight. Nein. Verkaufen und dich accept. So, ich sollte nebenbei auch mal den Chat aufmachen. Welcome to the chat room. Jo. Okay. Remember, we do this for free. So, wollte ich noch irgendwas vorbereiten? Ich könnte mit euch zusammen nochmal in die Managerie gucken. Ob es da irgendwas Tolles zum Craften, in Anführungszeichen, gibt. Achso, ich habe übrigens das Fenster jetzt angepasst. Es sollte hoffentlich jetzt kein weißer Balken mehr oben sein. Da könnte ich ein bisschen Feedback gebrauchen. Und einen Abend, Maddy. So, hier schon mal nix. Any rare creature of felines. Canines. Also eine Katze und einen Hund brauche ich. Und noch eine Krabbe. Da ist nicht mehr viel übrig. Nee, das sind alles keine Rares. Rare Claw. Create rare wing with... All Resistances klingt nicht schlecht. Go. Oh, da ist einer auf mich hüten. Den hatten wir in der Arena ja gefangen genommen. Oh, nicht einfach lassen. Natürlich wieder da unten in den... Was ist da los? Hey. Das ist unfair. Du bist tot. Aberration macht also wohl, dass die einmal respawnen als Geist. Ja, super nervig. Oh, ich habe die ganzen Buffs nicht an. Weh. Ja, das haut gleich nicht rein. Was haben wir noch im Chat? Muddy Mind, habe durch dein... Moment mal, Muddy? Ich kenne da so eine Made. Habe durch deinen Stream heute eine Magierin in der Season begonnen und war echt anstrengender Anfang. Ja, Anfang ist immer anstrengend. Also, auch gerade in dem Spiel hier, weil es halt recht komplex ist und... wo man am Anfang nicht so viele Ressourcen hat. So, was haben wir hier? 15 Rarity plus 3% auf alle Elemente. Das ist lächerlich. Nö. Nee. Ball Citix mein. Nabens. Hatte die Twitch-App im Hintergrund laufen, war alles still und leise, bis dein Werbespot angefangen hat und mich ordentlich irritiert hat. Werbespot? Ich wusste ja, dass jetzt schon Werbung läuft.
Rare Quiver with Crit Chance. Sag ich nicht nein. Oh. Die hauen rein. Erstmal den kleinen Kram weg. Gut. Ich brauch unbedingt mehr Leben. Ich denke, jetzt werden wir testen können, was passiert, wenn man in der Arena stirbt. Ob die Viecher quasi verloren gehen dadurch. Oder? Nee, ich bin hinhauen. Nicht unbedingt drin stehen bleiben. Oh. Und der Arme The Nation ist immer noch am Grinden für den ersten Lied. Aber das ist eine Hingabe. Das, da hätte ich echt keinen Nerv drauf, das klein zu machen. Okay. Was haben wir da? Fire Damage, 8 Increased Attack Speed und Mist. Nö. Also wirklich toll sind die Sachen noch nicht. Ich denke mal, die werden erst interessanter. Erst interessanter, wenn man im High-End-Bereich ist und den Map-Monster da reinkommen. Ah, und anscheinend kommt wirklich, bevor ich on bin, nochmal ein Spot. Das ist doch schön. Den klingelt das Kästchen wenigstens ein wenig. Also Plan ist so eine Stunde, vielleicht anderthalb zu streamen. Schön runterkommen von der Arbeit für mich. Bisschen schnitzeln, nichts allzu extravagantes. Und dann morgen Mittag rum. Ein wenig erfrischter weiter. No, hier müssen wir jetzt eigentlich nur durch. Hier gab es auch einen Questgegenstand, den habe ich schon geholt. Also kann die Zone echt ignoriert werden. Und nur als Schleuse genutzt werden, quasi ins nächste Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich orientieren muss. Weil dieses Kapitel hier ist vollkommen neu für mich gewesen. Also als ich vor 2-3 Wochen mit Abyss wieder angefangen hatte. In der letzten Season. Ich kannte nur Dried Lake und das davor, das war Kapitel 4? Ich glaube Kapitel 4. Das kannte ich noch. Alles andere nach war jetzt neu für mich. Ich bin auch ziemlich durchgerusht. Ich habe die Story nicht wirklich angeguckt, weil ich wollte mal die Season noch einigermaßen was reißen, aber hat nicht so ganz hingehauen. Die haben auch ein klein bisschen geschummelt, weil in den hierauf hoch. Nicht einfrieren, nicht einfrieren. Ich wollte ja nicht schwimmen. Eindeutig zu hektisch. Also in den kommenden Kapiteln geht man quasi wieder zurück in die alten Kapitel und die sind nur ein bisschen umgebaut. Also schon stärker umgebaut. Die Gegner sind natürlich auch schwächer, aber es wurden recht viele Texturen, Monster dergleichen wiederverwendet. Oh, wie gesagt, ist okay. Ist völlig okay. Dafür hat man jetzt wenigstens mehr Kapitel. Mardi meint gerade, du bist weiter als ich je war. Ja, okay, dann bist du doch nicht die Made, die ich kenne. Arrow of Ash. Das Level haben wir eigentlich. 41 ist das Gebiet. Ich bin 42. Also ich könnte hier eine Weile grinden. Ich habe immer noch keinen Blink-Arrow mehr zurückgeholt. Ich sollte versuchen, beim nächsten Trip statt dran zu denken. Sonst verschiebe ich das wieder und wieder und wieder. Und dann, ja, meckere ich jedes Mal, dass ich nicht rankomme an die Sache. Da.
glaube, hier war der Questgegenstand. Das heißt, hier irgendwo lang und dann raus. Das sieht ganz schön überladen aus. So, Rockbreaker für die Schüssel. Auch wenn ich den Schrein nicht mag, kommt immer mit. Es gibt ein Upgrade für diesen Bogen. Dafür braucht man Prophecy, also eine von diesen Wahrsagern. Der Preis heute Mittag war noch bei 20 Chaos. Also ganz schön happig. Aber ich denke mal, bis morgen früh könnte der Preis ein wenig fallen, weil halt mehr Leute die Prophecy bekommen. Ja, wobei, wenn auch mehr Leute hoch genug sind, um den Bogen auch nutzen zu können. Ja. Außerdem hätte ich auch die 20 Chaos gar nicht. Da müssten noch ein, zwei Leute was kaufen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 3 oder 4 Chaos. Oh, eine Wahl-Area. Das ist gut. Also im einen, weil es ein Season Achievement gibt für die Vendor-Rezepte. Und da muss man unter anderem auch ein Vendor-Rezept machen für einen Wahl-Orb. Und da braucht man 7 Wahl-Gems für. Außerdem haben wir eine Prophecy für ein Wahlgebiet, das jetzt gerade getriggert wurde. Willkommen in der Marktwirtschaft. Ja, das ist richtig, Chat. Und das kann man hier 1A beobachten. Das ist alles so flüssig und hin und her und man kann da rum manipulieren und handeln und das ist super. Schön viele Fallen gekauft. Oh, warte. Jetzt bin ich einigermaßen voll. Also, ich hätte gerne einen Blink Arrow wieder. Bevor ich es vergesse. Könnte eventuell noch in irgendeinem Gegenstand in der Kiste sein. Oder habe ich das vertickt? Blink ist nicht da. Nö. Ja, dann guck ich mal kurz, ob hier irgendwas Sinnvolles bei ist. Nö. Nö. Ja. Kann ich probieren. Oh. Ich mach mal noch eine Kiste mit einem Chaos. Nenne das Ding 2 und mache es. Welchen Goldton? Den Goldton? Den Goldton. Price 1 Chaos und 1 Chaos 2. Okay. Wo war das Ding, was ich gerade verkaufen wollte? Ah, es passte gerade noch rein. Okay. Und hallo, Lampe Sama. Die können alle weg, ne? Ja. Yes. Yes, yes. Nee, du nicht. Du kommst in den Hardtap. For freedom. H für Hammer. Für später. So, Blink Arrow. Yes. Leider ist mein wandelndes Wiki, glaube ich, gerade nicht online, dass man sagen könnte, wo ich das kriege. Farewell. Aber ich glaube, es war einer der ersten Sprüche. Auch noch ein paar davon. So. Einer der ersten Sprüche, also wahrscheinlich hoffentlich in Akt 1. Oh. I would like to ball, wahl, bla 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 bla. Okay, warte. Erstmal, ich habe inzwischen Hideout. Zwar nicht unbedingt das Hideout, was ich gerne hätte, aber ja. Invite to party, das ist Wahl.
Wahl Clarity für einen Alk. So, Trade. Wahl Clarity, ein Alk. Go. So, schnell gemachtes Geld. Auch wenn das wahrscheinlich inzwischen mehr wert ist. Aber Hauptsache erstmal haben. Und das verkrafte ich auch gleich mal. Dum, 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 dum. Bah, geht so. Aber damit reinschmeißen. Blub. So, ich wollte Akt 1 und da den Blink Arrow gucken. Mehr damit. Take care. Muss nicht gelevelt werden, muss nicht supported werden durch irgendwas. Einfach nur blinken können. Das klingt komisch. Okay, zurück zum Overseer Tower. Und ein Abendplateau. Town Portal ist noch da. Okay, geil. So, ich bin jetzt noch in der Wahlzeit-Area, genau. Die clearen wir kurz. Danach kommen wir hoffentlich in der Hauptstory weiter. Also in das nächste Video. Okay, die Netze haben es ein bisschen verwirrt. Und Wahl Glacial Hammer. Was kostet denn du so? Ein Alteration, ja, nix. Ah, ja. Okay, und weiter Ausgang suchen. Colossal Life Flask. Colossal ist allerdings nicht so wirklich toll. Wir haben schon Hollowed. Das heißt, das wird verqualifiziert. Für ein Glas Blowers Bobble, wie die heißen. Also Tränke aufmotzen mit den Glassblower-Dingern mache ich auch erst, wenn wir die höchsten Tränke haben. Vorher lohnt das nicht wirklich. Kann ich da blinken? Nein. Ich glaube, ich kann nur runterblinken, wenn da so ein halbwegs Loch drin ist. Nehmen wir die Augen mal mit. Ja, warum nicht? So, mit den Augen können wir jetzt irgendeinen Gegenstand aktivieren, um weiterzukommen. Noch eine Wahl-Side-Area. Also in der letzten Season bin ich die komplette Hauptkampagne durchgekommen mit vielleicht 3 Wahl-Side-Areas insgesamt. Also warte, das ist die... Achso, sie selber. Ja, gut. Das ist nur, weil wir hier einmal rumgegangen sind. Ja, okay. Schade.
Oh ja, die Zone und auch die später ähnlich verwendete Zone. Die ist ganz nett. Ähnlich wie Battlefront. Da fliegen nur die Gegner. Einigermaßen geclustert. Ja. Damit kann man arbeiten. Achso, es waren Zivilisten gerade, oder? Es gibt hier auf der Karte Zivilisten, also sehr irritierend. Ziele, die keine Ziele sind. Das kann man nicht machen. Kann man fangen. Wir brauchen noch ein Rare Feline, kann ich nehmen. Nehmen wir ein paar Magic-Hunde mit. Okay. Anna mal vielleicht. Was sagt dich ein guter Monster-Dichter? Ah, du Kacke. Was ist denn da gerade? Exile? Nee, ein Rare-Mob. Abgefahren, ne? Komische Ninja-Moves. Die hat nur dieses Fire als Modifikator und trotzdem hält sie so viel aus. Wollte schon sagen. Da ist was schön Biestiges. Kann ich gefahrlos reinhalten, der hält wieder aus. Und die auch mieser. Für die, die zufällig den Stream heute Mittag verpasst haben, ich habe inzwischen einen Loot-Filter aktiviert. Das heißt, es wird nicht mehr alles angezeigt, was droppt. Das hilft beim Aussortieren ungemein. Weil je höher levelig man wird, desto mehr Zeug droppt, was man eigentlich wirklich aufgeben sollte, weil es sich nicht lohnt, immer wieder in die Stadt zurückzulaufen. Dies ist Gewöhnungssache, dass man ein Auge dafür bekommt, was denn wirklich wertvoll ist und was nicht. That would only slow me down. Und Hiho Tyben. Ich brauche unbedingt mehr HP. Ich glaube, es sollten auch Nodes gleich in der Nähe sein. Ich war hier unten irgendwie auf Abwägen. Genau, hier hin und dann darum. Das bringt ein bisschen was. Erstmal das Zeug geklärt, nicht, dass das Ding wieder einfriert. Ah, Opfer. Das sind die Dinger, die man nutzen kann, um einen Skillpunkt neu zu verteilen. Rarity. Ja, da könnte was Tolles drin sein. Maelstrom, Slicer, Gurga. Naja, nicht wirklich. Nicht so wirklich toll. Nö. Ja, 2000% von Mist kann auch Mist sein.
wobei ich kann erstmal aussortieren hier schon. Ganz schön viel Fire Damage und Lightning Damage und okay, nur 20% Increased Physical, aber das ist okay. Das ist nicht wirklich. Geht so. Weil Resists und Mana und Life ist. Aber das ist zu gering, das bringt auch nichts. Nö. Wenn da steht Adds 12 zu 20 Physical Damage, ist das nur für den Wand selber in der Aktion des Wandes, richtig? Nicht für Spells. Sonst müsste das da explizit hinterstehen. Ja, dann bringt das eher wenig. Ja, kann weg. Ja, hier auch. 32 bis 73 Kälteschaden drauf, wenn es im Nahkampf genutzt wird. Und dann nochmal 18 bis 33 für Zaubersprüche. Ist also leider auch uninteressant. So, und schon haben wir mehr Platz. Für anderes Zeug. We've just released the new Sin and Innocence Mystery Box with over 38 Microtransactions. Ah, das kann ich mir doch bestimmt nicht leisten. Also man kann hier sehr viel Geld drin versenken für Dekokram und so weiter, aber das muss man absolut nicht. Das Einzige, was man in meinen Augen kaufen muss oder sollte, sind so 10, 20 Dollar für Kisten. Aber ich gucke trotzdem mal. Vorhin gab es eine kleine Donation. Das wäre hier Specials. Nö. New. Oh, 30 Punkte. Bestiary. Oh, das ist nice to try. Ne, 25 ist mir zu viel. Ich habe 10 Euro gespendet bekommen, also mache ich mal hier. Und das geht jetzt natürlich nicht. Moinsen McMiggin. Das mit der Box mache ich später. Hoffentlich hält das eine Weile. Also falls jemand Infos dazu hat, ob das so ein 1-Stunden-Ding ist oder nicht, dann du Bescheid. Aber ich denke mal, das hält. Oh, das hätte ich verzaubern sollen. Currency drin. Wir haben hier 42 und 30. Ja, ist auch immer noch gut. Gut im Rennen. Kein Abzug, was die XP angeht. Loot sollte passen. Ab und an ticken gefährlich. Aber wenn ich die nächsten zwei Nodes mitnehme, die auch noch jeweils Lebenspunkte geben, dann passt das. Allerdings ist es halt immer nur prozentuale Lebenspunkte. Ich schaue also demnächst bei PoE Trade rein, ob ich vielleicht irgendwelche tollen Schmuckstücke oder dergleichen bekomme mit Grundlebenspunkten. So, Tyvian meint, die Boxen sind normalerweise relativ lange haltbar. Oh, das ist super. Also, falls mir da irgendjemand es zukommen lassen möchte für Pass of Exile Microtransactions, es müssten unter. Warte, das wäre. Ha, da, genau. Da ist auch irgendwo PayPal mit bei. Genau, unten PayPal-Doppelpunkt. Da einfach eine Kleinigkeit hinschicken. Denn investiere ich das in das aktuelle Projekt. Ah, Devil meint gerade, die Boxen bleiben bis zum Release der nächsten League. Oh, okay. Link.
Sin und Innocence. Sind zwei interessante Charaktere. Einen davon könnten wir eventuell heute Abend noch kennenlernen. Und der begleitet uns eine ganze Weile. Ich habe vergessen, die Musik wieder ein Ticken lauter zu drehen. Gerade hier ist die echt schön mit dem Chor. Plato meint gerade, ich finde Innocence ist einer der coolsten Bossfights im Spiel. Ja, hat was. Der hat dann auch bestimmt noch ein Pendant in irgendeiner Karte, die ich schon nicht gesehen habe, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nur einmalig machen. Ich bin eh gespannt, wie die ganzen Karten sind. Ich kenne ja nur eine Handvoll von vor 3-4 Seasons. Bis bin ich nicht so weit gekommen. Basilika T15. Okay, ganz harter Tobak. Ja, das dauert noch so 3 Wochen oder so. Wenn ich mehr. Je nachdem, wie viel Zeit zum Zocken ich finde. Geht es Chamber of Innocence, warte. Wir sind hier, Templar Courts. Habe ich da den Wegpunkt aktiviert? Der war am Anfang, ne? Ja, habe ich aktiviert, okay. Dann können wir weiter. Chamber of Innocence. Ja, sehr grandios, diese Karte. Mit überall so Sankristeien und Bleigläsern, wo man auch dann Geschichten noch sich anhören kann. Ist echt schön gemacht. So kann man halt Stück für Stück auch ein bisschen mehr über die Bosse und anderen NPCs erfahren. Wundert mich, dass wir noch keinen Voice-Over haben. Aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Warte mal, das wird verdickt, das war okay, das war okay. Raus. Rein. Au. Oh. Plus Energy Shield. Leider kein prozentual Energy Shield, aber noch Life und Resistenz. Ja, das könnte klappen. Das wahrscheinlich hier nicht. Ja, nee, ich will nicht zu viel in Altimeter reinschmeißen, sonst kriege ich andauernd Anfragen und muss hier wieder in die Stadt zurück und das ist doof. Thank you. By killing Quicksilver Flask.
Davon brauche ich noch mehr. Aber wir brauchen noch viel mehr, um die Schuhe aufzumotzen. Remember, we do this for freedom. Special Effects sind sehr irritierend für den ganzen Spielern. Weg, weg, weg. Quality. So, warte, dann kann die Quality Flask doch mal lieber hier hin. Damit rein. Fahrzuhammer. Rest einfach reinwerfen. Ich muss später jemanden aussortieren. So. Da weiter. Ja, 29 ist zu wenig. Gleich in HP investieren. Da, 5%. Ja, waren jetzt gerade 30 oder 40 HP mehr. Das ist okay. Sollten irgendwann mal 5000 werden. Irgendwann. Ah, Geist. Findest du was? Go, go. Ja, ich glaube, das sind wir dabei. Ne, nicht. Ah, wieder kannst du auffüllen. Oh, das war's. Triumph of Innocence. Ja, da hat er die Sünde umgebracht. Ja, ja, ja. Die Leatherbells sind übrigens hervorgehoben, weil du die Chance gesorgt ist, aber nur wenn man mit Zanas Nemesis aufgemacht hat. Damit kann man Headhunter bekommen. Ja, ich habe hier noch nicht mal Zana. Das dauert noch. Und die muss man dann auch in der Map chancen, ne? War das nicht so? Und Headhunter ist ein sehr, sehr begehrter Schritt. Schöne Klasse. Aber sehr gut, dass ich euch Profis dabei habe, weil ich habe da noch ein paar Fragen im Higher-End-Content oder für euch wahrscheinlich mit Content, warum manche Sachen hervorgehoben sind und manche nicht. Da war ich mir teilweise nicht ganz sicher. Also gerade jetzt Spirit Shields zum Beispiel, wahrscheinlich weil das irgendeine Unit gibt oder so. Aber das kriegen wir dann zusammen. Und vor denen noch ein bisschen. Erstmal schön Hauptstory durchmachen, bis zum letzten Kapitel. Und dann fängt das eigentliche Spiel an. Vorsicht, wenn man einmal Blut geleckt hat, mit dem Headhunter spielt es sich schwer ohne. Ich hatte noch nicht so viel Glück. Vielleicht diese Season. Das Ding sorgt dafür, dass wenn man Elite-Gruppen umbringt, magische Gruppen umbringt, dass man deren Fähigkeiten bekommt, richtig? Das heißt, wenn ich mir jetzt mal so ein Pack gleich suche, dann ist da keins dabei. Rares. Okay, von Rares. Gucken wir den nächsten Rare an, was er so hat. Okay, super.
auffällt, die Zone ist echt riesig. Eine riesige Kathedrale. Deren Gewicht so groß sein müsste, dass die instant im Boden versinkt. So du zum Beispiel. Extra Cold Damage, Bonus Energy Shield und Allies have increased accuracy. Strike. Wenn man den jetzt killen würde, bekommt man deren Fähigkeiten. Und dadurch kann man schneller töten. Und wenn man schneller töten kann, kann man wieder schneller mehr Rares töten, die den Krieg wieder mehr Mods geben und dann. Aber ein wenig die Biester. So schön die Zone auch ist zum Töten. Ich hätte gerne ein paar 40 plus Rare-Viecher zum Kampf nehmen. Hallo? My mana is gone. Ja, squishy. So, ich habe den Fight einmal, zweimal gemacht, zwangsweise wie in der Story. Der hatte nachher noch so einen Strahl und wenn man den auf den Dingens hier gemacht hat, wird er abgeblockt, der Strahl. Und die erstarren dann später. Vielleicht das war erst in der nächsten Phase. Ja, das ist eine schöne Zwischenphase, um die Flaschen wieder aufzufüllen. Ich glaube, das ist ein bisschen. Und regeneriert sich dabei. Hab ich gar nicht drauf geachtet vorher. An das. Oh, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Das leicht. Ja. Das mit den Robotern, mit diesem verdeckten Augen. Ich weiß, ich werde gleich im Chat gelündigt dafür, aber den Namen leider vergessen. Da ist auch so viel mit Kugeln ausweichen. So, das war die erste Phase. Da ist die Unschuld. Sehr vertrauenserweckend, wenn Innocence eine total brachiale, bösartige Dämonenstimme hat. Genau das Ding. Das erhitzt jetzt ihn und er müsste gleich aufstehen. Weg. Nee, doch nicht. Okay, schade. Aber ich kann hinter den halt Deckung suchen. Yikes! Ich hätte gerne wieder eine Phase mit Viechern. Ich habe keine Mana mehr. Gar nichts mehr. Und der hat auch ihn
ignoriert, oder? Oh, sehr gut. Komm her, Jungs. Oh, Mädels. Sehr schön. Hab ich nicht gedacht. Normalerweise sind so römische und griechische Legenden nicht so sehr dafür bekannt, Gleichberechtigung in der Armee zu vertreten. Aber das könnten hier wahrscheinlich auch eher Lustknaben oder so sein. Portal Town. Town Portal füllt alles wieder auf. Oh ja, stimmt, guter Hinweis, das hab ich ganz verplant. Auch wenn das so schön spannend ist. Ah, dafür kann ich die Statuen auch nutzen. Also auch für den Balleffekt da. Okay. Obwohl ich gerade so vor ihm stehe und einfach aufhalte. Was ist mit Point Blank? Dem Perk. Sollte ich den auch noch mitnehmen? Oder haben sie dabei Tornado Shot irgendwas irgendwie anders gemacht? Point Black sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass von dem Punkt aus, wo die Projektile losfliegen, also bei den Wirbeln da, je näher dran der Gegner ist, desto mehr Schaden bekommt er. Bis 50% oder so. Das klingt eigentlich sehr gut. Oder habe ich da einen Denkfehler? Sehr gut, neue Flaschen. Auf den Chat geguckt und irgendwas mit einem Leopold-Panzer gelesen. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber ich muss töten. Töten, töten, töten. Achso, du zählst nicht als. Okay. Das ist keine weitere Phase, oder? Ah, fuck. So schön, ich hätte es fast geschafft, einmal laufen. Ja, man kann immer wieder reinlaufen, das ist nicht so wirklich schlimm. Später in höheren Kapiteln ist es ein bisschen doof, wenn man halt Erfahrungspunkte verliert, aber man kann sich so auch durchbashen. That would only slow me down. Talk to Innocence. You and da ist die Sünde. So, was hat der Chat gesagt? Ich habe Point Blank geskillt für mehr Single Target. Jo. Es berechnet die Entfernung vom Spieler auch für die zweiten Projektile. Oh. Wie jetzt? Also, wenn ich es so mache und hier ein Gegner steht. Wird der Schaden dann von hier berechnet nach da? Oder von hier nach da? Das wären ja eine weitere Entfernung, also weniger Schaden. That would only slow me down. Oh. Okay, das kann ich kurz mal durchlaufen lassen. Nicht allzu viel sehen. Should Kitava accept their invitation, there is but one thin sliver of hope for us all. My brother's sign of purity. So, wir müssen jetzt. Ah, wieder in die Stadt, oder? I am Sin, the forgotten one. Would that humanity could forget all of my kind. Und Tyvian meint, nein, immer vom Spieler. Ah, okay, schade. Ja, nee, dann wahrscheinlich irgendwie so. Und hallo, Ian Foxy.
Haas loswerden. So, dich weg. Ui, 84 Crit. Bisschen Elemental drauf, aber nicht viel. Und Poison Bleed Chance. Werfen wir da rein nur. Auf jeden Fall. Den auch. Den eher nicht. Wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, den können die beide weg. You deserve recognition. So, was haben wir hier Schönes? Wahrscheinlich was Grünes. Global Physical Damage, Shrapnel Shot, Ice Shot, Frost Blades, Ethereal Knives. Es gibt keinen für Tornado Shot. Das ist schade. Ich nehme dann mal. Ja, nehme ich hier Shredding Shot mit. Once Kitava has gobbled up every scrap for freedom. Keiner was Neues? Nee. Dann müssen wir jetzt mit den Augen zusammen. Ja, was Torment. Kitava has awakened and is destroying Oriad. Travel back through the Templar's courts to Oriad Square and find the entrance. Ah, okay, genau. Jetzt kommt die Umkehrung. What in damnation have you done? You've destroyed him and yet I hear the voice of innocence. Begging for our forgiveness. Asking for our help. So, jetzt sind wir also wieder in der Stadt, aber die Stadt ist anders. Ein wenig kaputt halt. Weil ein quasi Gott hier durchmacht. Das müssen jetzt einfach durch alle zum mal durch zurück. Dann sollten wir es wieder treffen bei irgendeiner Barriere. Das ist jetzt schon Level 44, wir sind selber noch 44. Kann ruhig also alles mitnehmen. Okay, das auch. Output angeht, als auch defensiv. Ich glaube, das ist der Crafting angesagt und bei PoE Trade gucken. Das macht irgendwie gar nichts. Keine Buffs mehr. Ah. Ja, danke für den Hinweis, warum auch immer.
Das sieht dann schon ein Ticken besser aus. Schön, wie andere ihm zustimmen und keiner was gesagt hat. Ja. Na gut, so viele Leute haben wir auch gar nicht, die zuschauen um die Uhrzeit. Unangekündigt. Aber ist okay. Ist ja nur ein Feierabendstream. Gerade richtig an, dass es heute Mittag schon mal war mit den Buffs. Das passiert auch immer wieder. Sollte ich schnell ein Auge drauf haben. Sobald das Gefühl in mir aufkommt, dass ich meckern muss wegen Schaden, dann erstmal zu den Buffs gucken. Und auf die Schuhe. Ob ich Schuhe an habe. Das ist ja auch passiert. Irgendwie. Auch wenn der Hater eigentlich meckern sollte. So, bist du dir sicher, dass ich so rumlaufen soll? So barfuß und so? Aber die Ranger ist abgehalten. Sprintet mit Hornhaut durch die Gegend. So, Ossuary ist optional, ne? Ja, mitgemacht. Ist ein Schalter für ein... Ey. Achso, ist noch ein Weg zurück. Die Schalter sehen normalerweise nach Labyrinth-Sachen aus. Also die Ascendancies. Apropos Ascendancies, sollte ich nicht inzwischen schon den ersten Labyrinth-Rang machen können? Also wenn ich alle von den bisherigen Kapiteln. Weil das sollte nochmal einen schönen Boost geben. That would only slow me down. Ja, kann ich schon machen mit dem Labyrinth und sollte ich auch angehen, bevor ich den Boss hier mache. Okay. Dann mache ich das Gebiet hier noch zu Ende. Und dann muss ich nach und nach die alten Gebiete abklappern. Also jetzt mit Level 45 in Level 20er Gebiete zurückrushen, um da dann die Ascendancies zu machen. Und man braucht alle 6 von diesen Trials, um dann in das erste Labyrinth reinzugehen. Dann braucht man noch andere Trials, um in eine schwierigere Version von Labyrinth zu gehen. Und dann braucht man nochmal welche, die nur auf Karten zu finden sind.
also auf random Karten zu finden sind. Um dann das dritte Werk zu bekommen. Boah, was gibt es denn schon 4, ne? Ja, ich verliere den Überblick. Also auf jeden Fall immer, wenn ihr sowas seht, mitnehmen, das kann man für später brauchen. Und ja, wird auch richtig angemerkt, dass wenn ich jetzt den nächsten Boss mache, Gitarre, nach dem Boss kriege ich permanent auf alle Resistenzen minus 30. Das heißt, es lohnt sich vorher, sollte man es machen, wenn man noch bessere Resistenzen hat. So gedroppte Chaos auf. Da sagt man nicht nein. So, da ist er schon mal gut. Und es war doch kein Ascendancy Dingens. An Empire is nothing more than this. Okay, mehr HP. Was? Achso, das war zuerst. Okay. Dann bin ich hier drin auch fertig. Okay, ab zurück. Und in die alten Gebiete abklappern. Freedom comes to those who. Remember, we do this for freedom. Der kommt weg. Nee, nicht du. Du kannst gleich verkauft werden. Du kannst da rein. Ah, das Questing ist die ganze Zeit im Moment da. Freedom comes to those who fight. Ich guck mal ganz kurz, was wir machen müssen, um das Ding loszuwerden. Take the sign of purity to the cathedral rooftop and use it. Nein, das ist okay. Akt 3, nachgucken, welche Ascendancies wir noch brauchen. Wir haben schon nach Mitternacht. Das ging schnell. Aber ein bisschen mache ich noch. So, es fehlt Chamber of Sins Akt 2. Und die wir mal. Chamber of Sin in 2, Crema in 3 und Gardens in 8. Quatsch, auch 3. Okay, da huschen wir kurz durch. Und dann zeige ich euch das Labyrinth. Schau mal, wo sich das Ding versteckt hat. Ich würde mal sagen, irgendwo am Kabel ran. Ich brauche nicht viel Platz. Ein Waypad nach Norden meistens, ne? Norden ist wirklich Norden oder ist die Karte getiltet?
Ich sollte hier nicht töten, das ist nur um die Flaschen aufzufüllen. Hui. Was mit? Oh, das. Okay. Also da, wo keine Straße entlang führt. Da ist sie bestimmt nicht mehr. Da lang, okay. Versteckt? Ah, das Buch. Das Buch müsste eigentlich ein Anzeichen. Genau. Bronze. Und hier kann man jetzt einfach durchlaufen, wollte ich sagen. Machen wir mal hier. Emperor muss das was. Precisely where he stands. So, das war Nummer 1. Jetzt Krematorium, Akt 3. Krematorium. Keine Erfahrungspunkte für dich hier, Ron. Und das ist für dich. Ah, okay, das. Geht. Genug AP kann man halt auch einigermaßen durchlaufen, wenn Dinge heiß sind. Ja. Allow your wisdom to be tempered by the flames of the past. Und jetzt noch Akt 2 Gem aus dem. Da. Das ist hier in der ersten Chamber of Sin, oder was? Zweite Etage. Das habe ich nicht ordentlich gelesen. Ein rotes Vieh. Da probiere ich mal mit Single Shot ohne irgendwelche Spezialfähigkeiten. Zweite Tage. Okay, danke. Runter. Hier runter.
ganz schön weitläufig hier. Und nee, hier müsste nur der eine Dings da gewesen sein. Genau, hier ist kein Trial, oder? Doch, ist er. Nee, es ist nur bla bla. Die Fallen machen übrigens Prozent Life-Damage. Genug HP gibt's da nicht. Ernsthaft? Also, ich hatte früher ein Marauder-Bild, der drin stehen bleiben konnte, selbst bei Überlap. Ne, es war nicht Überlap, das war das davor. Aber wahrscheinlich hat er einfach nur genug Regeneration. Ist hier oben links, sagt der gute Mann. Ich war gerade oben links. Selbst normaler Schuss ist jetzt zu viel. Geil. Und da ist er. Ja, wir sind gar nicht, mir sehr viel Mühe, nicht getroffen zu werden. Achso, der Schalter ist nur dazu da, um die besser zu timen. Das heißt, damit kann man eine Seite anhalten und dann kann man sich aussuchen, wann wer wo startet und damit dann durchkommen, ohne getroffen zu werden. Aber das ist jetzt irrelevant. Ja, kann man einfach rumlaufen, rumlaufen. Und raus. Und ja, ich war oben rechts, nicht oben links. Okay. Jetzt. What? Können wir ins Labyrinth. Weg. Travel far. Nein, nicht wirklich. What? Dich weg. Return ist gerade ein bisschen laggy bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Geht hoffentlich gleich weg. Enter the Labyrinth. Das Ding wird jeden Tag neu ausgewürfelt. Gibt's auch eine Website für. Auf dem man dann gucken kann, wie das Labyrinth aussieht und wo man anlaufen sollte. Within these walls, the Lady of Justice. So, wir haben das erste Labyrinth, dann gibt's noch Cruel, Merciless und Eternal. Oh ja, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Ist serverseitig oder bin ich das? Haben wir hier 33. Ja. Sollte ich gut durchkommen. Du bist der Boss. Flasche kommt mit. Gänge, aber die führen nicht immer automatisch weiter. Es gibt auch kleine Verzweigungen, die den optionalen führen oder einen Kreis führen und so weiter. Kann ich euch gleich zeigen, wenn ich eine Ausgabe gefunden habe. Das sind so eine Kette zwischen. Huh? Self-Eternity. The next idle you hit will no longer. Ja, brauche ich nicht.
Man trifft nämlich dreimal auf einen Boss und bei den ersten beiden Malen hat er optionale Sachen dabei. Die kann man entweder deaktivieren, dann wird der Kampf einfacher, oder man lässt sie drin und dadurch bekommt man am Ende mehr Zeug. Da ich hierfür zu hochherrig bin, lasse ich einfach alles drin. Und die zeigen den hier bist du und da führt das hin. Und hier ist ein Forgotten Relic Baron. Ja, aber nicht mit Level 33, komm. Hier zum Boss. Oh, the weary traveler draws close to the end of slowness, lends strength to one's enemies. Da ist er. Und das Ding hat mich halt an den Mirror Archer, oder Archer Mirror da, erinnert. Claim your inheritance. Der müsste jetzt bei 33% Verlust rausgehen und die Statuen hier nicht wegklicken können. Wisdom die bleiben jetzt verhalten. Ja, da kommt das erste Gehen. Wenn man hier übrigens sterben sollte, kommt vor rein. Was haben wir da hinten? Oh, eine Decorative Chest. Also Decorative Chest heißt, das ist nur wieder irgendwas, was diese Schilde wegmacht oder Teleporter wegmacht oder was auch immer. Nee, das brauche ich nicht. Ja, ich will einfach nur weiter. Weiter. Und gleich zum nächsten Jahr, warum nicht? When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. The Emperor beckons, and the also, welche Ascendancy bietet sich denn an für den Bild? Gibt es da eine, die ich unbedingt nehmen sollte, oder gibt es mehrere Optionen? So für so Vorschläge. Kann ich noch vage sein, was ich letztes Mal hatte. Das war nicht das in den Tränks, das war nicht so friedlich. Sogar. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber sorgt ihr dafür, dass mehr Viecher hier rumlaufen? Die kann man töten für mehr Charges. Oder Flaschencharges. So, Deadeye oder Raider wird vorgeschlagen. Deadeye hört sich nach. Ja, Glaskanone an. Das war eine positive Anmerkung. Mehr Schaden. Durch. Hm. Bei Deadeye bekäme ich 1000 Evasion für normale Lab. Nicht wirklich Glaskanone. Oh, okay. Ich bin nur vom Namen ausgegangen. Deadeye hört sich so nach Sniper an. Also wegen DC.
Jedi. Bösewicht. War auch das hier, oder? Wenn ich jetzt irgendwas Marvel-artiges gesagt habe, ja. Ja. Das ist der Shot. Ah, okay. Ah, Deadshot, Hawkeye. In meinem Kopf ist alles durcheinander. Boss, der ziemlich gut reinhaut. Wenn man den kriegt, kriegt man einen weiteren Schlüssel. Also Schlüssel kriegt man auch, wenn man den Endboss aus dem Labyrinth mit mehreren Modifikatoren macht, also wie diese Teleporter, wie die Portals oder die Statuen. Und wenn man den optionalen Boss macht, kriegt man auch einen für diesen Schlüssel auch noch extra. Und den Schlüssel kann man ziemlich gut mit Truhen öffnen, die allerdings zufällig sind. Aus einem Pool. Um das Ganze mal spannend zu machen. Es gibt ebenfalls noch eine Verzauberung obendrauf zu allem, was man so hat an der Ausrüstung. Für Handschuhe, Schuhe oder Helm, je nachdem, welches Labyrinth man geht. Also ich hätte eigentlich vorher dafür sorgen sollen, dass ich irgendwelche einigermaßen Handschuhe habe. Waren Handschuhe die ersten, die man bekommt, die erste Verzauberung? Ja, das hier ist nicht wirklich toll. Ja, hier seht ihr, Portale sind aktiv. Oh, ich habe die Statue irgendwie weggesnipert, das ist doof. Oh, na gut, ich brauche nicht so viel Schlüssel. So, jetzt bloß nicht sterben, das ist peinlich. Hier sieht man, das dritte kann man irgendwie schön. Das ist also eher eine Erleichterung als eine Erschwerung. Zwei Perkis. Zu niedrig sein. Hus. 5 bis 25 Lightning Damage. Nö. Gehen wir weiter. Genau, das ist komplett zufällig. Das kann man auch nicht mit Freunden absprechen oder so. Ich klicke einfach auf eine. Bekomme eine Kiste mit Zahn. Oh, das ist das Beste, was man finden kann. Man gibt einen Schlüssel rein, man kriegt zwei Schlüssel raus. Deerskin Boots, das ist Evasion. Deerskin. Deerstalker. Socketed Games are supported by Level 11 Traps. Ich nutze keine Traps. Mehr Evasion, mehr Max Life, 15 Movement Speed. Ja, was ist das für ein Trap-Build? Bist du wert? Wahrscheinlich nicht viel. Eine Alchemie! Ah. Kommt in die Unix-Sammlung. Nee, das war's schon. Ja. Wobei. So, ich kann meine Handschuhe.
Truhe verzaubern. Zing. So, die machen jetzt Trigger Word of Light when you take a critical strike. Ja, super. Ich weiß nicht, was Word of Light macht. So, und das ist jetzt das eigentlich Wichtige. Zack, wir haben jetzt die Wahl zwischen Deadeye oder Raider. Die beiden wurden vorgeschlagen. Deadeye könnte Projectile Damage und Crit Chance und Bleeding. Multiplayer gegen Bleeding. Ich bin noch kein Bleeding-Bild. Oh, da kommt was Interessantes von Plato rein. Das Krasse an Tailwind beim Deadeye ist, dass er plus 20 Speedbuff multiplikativ mit allen anderen Effekten macht. Also er nimmt alle Speed-Formeln zusammen, setzt eine Klammer drum und macht das Ganze dann mal 1,2. Das ist echt mächtig. Wo wäre das? Tailwind. Wo ist Tailwind? Meinst du das hier, oder? Ne, das ist 1000 Evasion Rating. If you've used the skill recently, you and nearby allies have Tailwind. 10% increased effect of Tailwind on you for each skill you've used recently, up to 100%. Ah, Tailwind makes you 10% faster. Was haben wir unten? Pierce. Oh, Pierce bräuchte ich eigentlich auch. Weil momentan habe ich zwar schön viele Wirbel, die entstehen mit ganz vielen Pfeilen, die rausspucken. Aber die treffen halt nur einen Gegner. Und dann bleiben sie stecken. Damit würden sie durchgehen. Projects pierce all nearby targets. Das klingt sehr verlockend. Da sollte mich einer von abhalten, sonst werde ich das wahrscheinlich nehmen. Skills Chain plus 1%. Aber da komme ich ja später hin. Increased Area. Okay, momentan harte ich hierzu. Man kann auch die später umändern. Allerdings braucht man dann nicht nur ein Orb of Regret, sondern 5 pro Punkt, den man hier ändern möchte. Also das ist noch ein Ding teurer. So, Raider wurde auch vorgeschlagen. Raider hätten wir Increased Attack Speed und Chance auf einen Frenzy Charge. Einfach so. Das ist praktisch. Jede Frenzy Charge erhöht nochmal Attack Speed. Und wobei ich dann wahrscheinlich im Skill Tree auch dafür sorgen sollte, dass meine Frenzy Charges länger halten. So, was hätten wir hier noch? 2% Increased Movement Speed, Attack Speed und Attack Damage per Frenzy Charge. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Quartz Infusion, 6% Dodge Attack, Phasing while at maximum frenzy charges und phasing while you have onslaught. Gain phasing for 4 seconds on kill. Ich hatte gesagt, dass ich gerne phasing hätte. Das sorgt dafür, dass man einfach so durch Gegner durchlaufen kann. Das heißt, die umkreisen einen nicht und halten einen fest und man ist instant tot, wenn man squishy ist. Duvian meint gerade, Chain geht nicht, aber man kann ja eh nicht alles nehmen. Ja, das stimmt. Chain geht nicht? Achso, stimmt. Hatte ich ja schon gefragt, gestern oder so. Also Chain ging eh nicht. Ja, das ist praktisch, aber das klingt immer noch toller. 40% Increased Elemental Damage, 10% Increased Movement Speed while Phasing, Immune Elemental Ailment. Temperance Sunshine to gain Onslaught for 10 seconds when you hit a rare or unique enemy. Gain Onslaught for 10 seconds on kill und 100% Increased Onslaught Effect, 20% Increased Attack Damage during Onslaught, 20% more Chance to invade melee attacks. Ne, ich glaube, ich nehme Way of the Poacher. Weil ich dann durchgehend mit Frenzy Charges rumlaufe. Oh genau, warte. Nee, Pierce.
Irgendjemand sollte mit Pierce ausreden. Also Chain, dass es nicht geht? Okay, verstehe ich. Aber Pierce brauche ich doch für diesen Bild eigentlich, oder? Damit die ganzen 150 Pfeile, die aus den ganzen Wirbeln rausgeschossen kommen, auch mehrere Ziele treffen können. Ja, da warte ich noch kurz auf eine Antwort. Ah, für Frenzy gibt es Blood Rage. Stimmt, ja. Wieso sollte Chain nicht gehen? Ich dachte, das hatte irgendein Problem mit Tornado Shot. Nee, ich hol mir erstmal was zu trinken. Ein Projektil kann nur dann Chain, wenn es nicht pierced. Muss mir also entscheiden. Naja, ist Chain dann, wenn alle Pierces verbraucht sind? Oh Gott, das wird kompliziert. Aber muss es alle Ziele piercen, bevor es Chain kann? Das heißt, wenn wir dreimal piercen dürfen, das heißt, muss ein Pfeil muss drei Gegner treffen und dann Chain. Ich denke, ich nehme es erstmal. Und wir können es später eh noch ummodeln mit Orb of the Grids. Ja, meint auch gerade theoretisch schon, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass alle Piers verbraucht werden. Also lasse ich das erstmal hier unten rum. Next. A woman can change the world with a single well-placed arrow. So, ich kann hier noch nichts versetzen. Send. Jetzt kann ich sitzen. Zack. Also, Projectiles pierce 3 additional targets. Projects have 100% increased chance against targets they pierce. Also auch den ersten. Okay. Play Points. Gut, dann schauen wir, wie das jetzt gleich abgeht. Das will ich noch gucken. Und dann werde ich aber auch den nächsten Stream beenden und in Zombie-Modus überwechseln. Nur eine halbe Stunde vor mich hin dümpeln. Das kommt in die Qual. Warte, einfach alles hier rein. Nö, kann weg. Kann weg. Das eventuell. Das kommt in den Unique Tab. Ich werde das nicht für ein Alk verkaufen. Niemals nicht. What's going on? Da darf es lieber bis zum Ende der Season im Unique Tab vergammeln. So. Du kannst noch weg, du kannst noch weg. Ja, nee. Die da reichen. Die kommen weg. Gut, also zurück in das Glied, wo wir eben gerade waren. Und schauen, wie stark die Veränderung ist. Und auch, also einmal wegen dem Pierce jetzt. Aber auch, wie der Buff den Handschuhen so triggert, was da so passiert. Dieses Light World, hier war ich schon drin. Formulieren. Ich muss da unten hin. Und ich habe nicht alle Buffs an. Und trotzdem sah der Schaden ziemlich gut aus. Ja, gefühlt wird mehr getroffen. Das ist doch super. Achso, und apropos Frenzy Charges. Ich sollte den Blood Rage auch mal holen, ne? Kommt mit auf die To-Do-Liste.
Oder weiß einer von euch aus dem Kopf, in welchem Akt ich Blood Rage holen kann? Würde ich ein bisschen mit warten. Akt 2 gibt's hier schon. Und warum warten? Also ja, der zieht durchgehend HP ab. Aber ich habe ja so ein bisschen was an Life Leech. Das könnte das ausgleichen. Und wenn ich ihn jetzt schon mitnehmen kann, ich ihn wieder leveln. Nächster Waypoint und ich springe mal nach 2. Dann gucken wir mal, wie dieses Selbstauffressen funktioniert. Ob sich das einigermaßen hält oder nicht. Weil je mehr Schaden ich mache, desto mehr Leech ich und desto mehr Schaden kann ich dann dank Blood Rage machen. Was ein ganz netter Kreislauf ist. Gerade bei sowas geht Pierce richtig ab. Gut, gut, gut. So, jetzt nur noch ein 5-Link. Das wäre auch noch ein schickes nächstes Ziel. Aber ich denke, davor muss ich den Bogen nochmal auf oder setze ihn durch den Ball. Ich weiß nicht, ob wenn man das per Prophecy den Bogen aufstuft, ob die Links dann erhalten bleiben. Du hast das komische Ding, was ich ausgehalten habe. Ja. Weißen Bodykauf für 2 Chaos. Denn dann bin ich so squishy, das bringt gar nichts, oder? Also es gibt einen Unique namens Tabula Rasa. Das ist ein 6-Linked Hemd. Ohne Stats. Super für Twinks. Kein Tabula. Oh, was meinst du da? Ach, einen weißen Body, also eine Evasion-Rüstung, die einfach nur weiß ist, nicht magisch. Ah, ja. Das klingt gut.
Magic Items, ja, nee, Magic. Okay. Nix. Ja. Den Bogen lohnt sich eh nicht, da du den noch mehrmals austauschen wirst, bis du den merkst. Ich dem wohl. Na, ich dem wohl. So, wir haben schon einen Kiefer. Wir haben Haare. Anscheinend steht der gute Mann auf Dreadlocks. Keine Ahnung, ob das schon jemand gesagt hat, aber mit Tornado schaut immer ein bisschen hinter den Gegnern ziehen. So? Okay. Da ist die Trefferchance höher für alle Pfeile oder wie? Nee, hat mir noch keiner gesagt. Danke. Deliver Guitaros Torments to Lani. Lani ist in der Stadt, richtig? Richtig. So, dann haben wir hier was. Da ist Lani. Weg. Max Energy Shield, prozentual mehr Energy Shield, mehr Evasion, mehr Life und Cold Resist. Da probiere ich mal 3K aus. Und das mal Mist. Not all slave. Oh, sehr schön. Ein kostenloser Punkt und Respect-Punkte. Weg. So, ich wollte. Den glaube ich nicht mehr mitnehmen. Na, eventuell könnte ich mir die Musik überlegen. So, dann da oben zu den Leben klingt glaube ich nicht schlecht. Hier ist nochmal 10% Resist auf alles und da oben sind die Lebenspunkte. Das heißt, wenn ich gleich meine minus 30% auf alles bekomme, kann ich das damit schon mal gegensteuern und da kriege ich dann noch mehr Lebenspunkte, wenn ich ganz so squishy bin. Ups. Ja. Dazu müsste ich hier hoch. Bei dem Jewel vorbei. Ne, Accuracy brauche ich glaube ich nicht zurzeit. Sollte das da noch mitnehmen, ne? Ne, okay. Raus. So, boah, ich bin echt völlig daneben gerade. wollte ich noch irgendwas machen im Stream?
Also ich werde gleich off-camera, wenn ich vor mich hin dödel. Vielleicht ein bisschen die Kiste aussortieren. Bei POE Trade gucken nach Krams. Ja, ich kann mal mit euch zusammen... Habe ich noch einen Tab dafür offen? Da. Ich suche... Type... Body Armor. Mit Evasion mindestens 1. Armo maximal 1. Und Shield maximal 1. Dadurch kriege ich auf jeden Fall eine Evasion-Rüstung. Mit 6 Links. Ne, warte. Minimum 6 Links. Mal schauen. Einfach einen weißen Body kaufen für 2 Chaos. Ich glaube, 2 Chaos ist noch nicht so ganz der aktuelle Preis. Das dauert noch ein wenig. Wie schaut's aus mit 5? Das ginge ja. Das ginge. Ist auch irgendwas davon vielleicht sogar schon gut? 11 Max Life. Ne, da roll ich. Oh. Nö. Da roll ich lieber selber was. Das hier geht. Immer noch alles bei 3 Chaos. Das ist okay. Plus 27 Stärke? Für Leben oder wie? Nee, da bin ich doch nicht zu geizig. Ich nehme einfach einen ganz normalen. Hier für 2 Chaos und dann ist gut. Item Level 72. Ja, whisper dem an. Ja. So, vorher die... Ich habe nur 2 Chaos. Ui, okay. Und dann drück die Daumen, dass der was wird. Das mache ich noch mit euch zusammen. Weite ist wohl gerade noch irgendwo im Rumlaufen. Item Level 72 ist zu hoch, das wird vermutlich nichts, was du tragen kannst. Also wird es denn auf Level 72? Also wenn es jetzt ein, zwei Level höher ist als ich, das ist kein Problem, das kriege ich ja schnell gegrindet. Aber wenn es 30 Level höher ist, dann nicht unbedingt. Aber er antwortet eh nicht. Hätte ich trotzdem gerne eine Antwort drauf. Für die Zukunft. Ob das passt oder nicht. Derweil schnappe ich mir schon mal den hier dann. 61.
Je nachdem, was für Stats das rollt, kann sein, dass du Level 60 plus brauchst. Weil die Affixe auch das Level beeinflussen, nicht nur das Base-Item. Also ist Item Level 61 dann okay? Oder kann das dann auch so hoch werden? Wobei das Ding hier ist gut, das ist, und dann ist auch wieder 70. Ich probiere das hier mit. Na, der ist AFK. Das mal aktualisieren, das kann sich alles ändern hier. Oh, 55. Ja, wo ist bei dem an? Hat er gerade erst reingestellt. Habe ich ein kleines Schnäppchen bekommen. Hideout. Na schön. So. Dich da rein. Ja, da fängt's schon an. Okay, erstmal Scouring. Und es braucht von vornherein 53. Ja, da muss ich noch ein wenig arbeiten. Aber das kriege ich eventuell im Zombie-Modus heute Abend, morgen früh hin. Das heißt, morgen Mittag zum Stream kann ich ihn anziehen. Bis dahin bereite ich das schon mal vor. Und ich habe nicht mehr ein Alk. Jo, gut. Dann bleibt das erstmal so da drin bis morgen und ich bin zu Ballermatsch und verabschiede mich jetzt und wir sehen uns dann. Bye bye, vielen Dank für die Unterstützung und die ganzen guten Tipps.